Grüß dich, schön dich zu sehen. Meine liebe Frau hat heute Morgen einen Wunsch geäußert. Sie hätte gerne einen Aprikosenkuchen mit Streusel drauf. Und weil ich sie so gerne habe, werde ich ihr den Wunsch erfüllen. Da wir ja einen Aprikosenkuchen mit Streusel machen, machen wir zuerst mal die Streusel vorab. Hier habe ich Weißmehl, Typ 405. Dann habe ich weißen Zucker. Und dann noch braunen Zucker. Du kannst natürlich alternativ nur weißen Zucker nehmen. Dann ein bisschen Zimt dazu. Eine Prise Salz. Das mischen wir schon mal ein bisschen von Hand. So. Und nun kommt flüssige Butter hinein. Und nun wird alles vermischt, bis du hier drin im Kübelchen Streusel hast. Von Hand einfach gut mischen. Siehst du, das geht relativ schnell. Dieses Kübelchen mit diesem Streusel hier stellen wir in der Zeit, wo wir nachher die Masse machen, in den Kühlschrank, damit sich das Ganze ein bisschen anziehen kann. Et voilà, das war's schon. Und nun machen wir hier drin die Masse für unseren Aprikosenkuchen. Ich nehme Eier, die sind Zimmertemperatur. Das Rezept für den ganzen Kuchen findest du unten in der Beschreibung. Und zwar mit einem Link auf meine ganz neue Homepage von Giros Welt. Dort findest du ganz viele Rezeptvideos. Dann gebe ich Zucker hinein. Dann nehme ich ein Löffelchen Vanillezucker, den Abrieb einer halben Zitronen. Zitronenschale drin, nimmst ein Handrührgerät und schlägst das Ganze einmal schaumig auf. Genug schaumig. Hier habe ich flüssige Butter und Milch, die Zimmertemperatur. Die gebe ich nun nach und nach hinein und es soll weiter schaumig geschlagen werden. Alles darunter gezogen, kommt nur noch das Mehl hinein. Hier habe ich Weißmehl, Typ 405. Dann noch einen Löffel Backpulver hinein. So. Und das ziehen wir nun ganz vorsichtig darunter. Die unterste Stufe deines Rührgerätes darunter ziehen. Ganz vorsichtig, dass es ja nicht zäh wird. Das reicht schon. Gar nicht so lange damit rühren. Auf die Seite stellen. Dann habe ich hier einen Springform bereit gemacht, und zwar eine eckige. Du kannst aber auch eine runde nehmen oder das ganz normale Backblech. Das Backblech sollte dann halt einfach einen sehr hohen Rand haben. Und nun kippen wir die ganze Masse hier hinein. Ich habe nun für diese Größe vom Backblech die 1,5-fache Menge des Rezeptes genommen. Wenn du nur eine runde Springform nimmst, ja, könnte unter Umständen eine ganze Portion reichen, gell? Schön alles verstreichen. Und nun kommen die Aprikosen. Das können frische sein oder wie in diesem Fall hier, ich habe gefrorene. Weil im Moment wir keine Aprikosensaison haben. Die nehme ich hier und die drücke ich ganz, ganz fest hier in den Teig hinein. Ich habe schöne große Aprikosen. So, alles schön drin. Wir haben ja gesagt, wir machen Aprikosenkuchen mit Streusel. Ich mache hier für dich, dass du den Unterschied siehst, halb-halb. Diese Hälfte soll ganz klassisch sein ohne Streusel. Und auf dieser Seite verteile ich nun die Streusel, die wir vorhin gemacht haben. Einfach schön darüber verteilen, die ganzen Aprikosen und den Teig. Das glaube ich gar nicht, das wird dann sowas von lecker. Und das Ganze schiebe ich nun in den Backofen. Bei gut 180 Grad Umluft für, ja, sagen wir mal, 30 Minuten sollten reichen, gell? Und fertig gebacken ist der Kuchen. Schau mal, der sieht doch gut aus. Ein bisschen draufdrücken und wenn er hochkommt, dann weißt du, dass er gut gebacken ist. Ich lasse ihn jetzt abkühlen, nehme ihn aus der Form und dann dekorieren wir ihn noch. Ausgekühlt, aus der Form genommen, nehme ich noch ein bisschen Puderzucker und gebe über den kompletten Kuchen noch ein bisschen Puderzucker. Anschneiden, servieren, genießen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao.